Und willkommen zurück zu Pokémon Perfect Platinum. Wir befinden uns in Fleetburg, immer noch, und werden nun mal ein wenig die Arena aufmischen. Ich tausche noch kurz Sarah mal hier hin. Und Saskia dorthin. Und dann werden wir mal gucken, was wir so in der Stahlarena hier ausrichten können. Ich hoffe, es geht ganz gut. Aber das wird sich erst zeigen. Ja. Einfach mal loslegen. Ich weiß nicht, was hier kommt, wie stark die sind. Ich hoffe, sie gehen noch nicht an die 50 ran. Das wäre ein bisschen... Na, man kann sich denken, ne? Doof und so. So ein 50er hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Aber da habe ich auch keinen Bock. Na, schauen wir mal. Wir hauen einfach mal... Ach, ich fliegen. Ach, verdammte Hacke. Ich habe mich verdrückt. Ja, so geht das schon los, ne? Wenn ich mich verdrücke. Ah, schön. Das dürfte überhaupt nichts abziehen. Also, nicht viel. Nee, war zu erwarten. Taunt. Ich hatte eh nicht vor, was anderes zu machen. Weil Drachentanz kann man noch nicht. Ups, verraten. Was auf 39 lernt. Ach, so ein Scheiß aber auch. Wieso verrate ich mal alles? Das ist ja grausam. Ich wollte Erdbeben machen, aber es dürfte dann sich auch nicht so knapp ziehen. Ja, dachte ich mir. Das müssen wir anders machen, dieses Stalos. Und so viele Möglichkeiten haben wir da jetzt auch nicht. Wir haben genau zwei Möglichkeiten. Ich mach mal Möglichkeit 2. Sprich, das Schwächere. Sarah! Weil Stalos als Boden-Pokémon ist ja immer noch schwach gegen Wasserattacken. Darum hoffe ich mal, dass das was bringt. Aber das ist ein komisches Stalos. Mit was soll das mit angreifen? Frage mich gerade. Folterknecht? Taunt war... Dingenskirchen, was ich gerade vergessen habe. Und Kreideschreie. Was wird das jetzt angreifen wollen? Slam? Nee, also... Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall nicht so schwer jetzt. Nee, das war gar nicht schwer. Oh, genau. Hier hoch. Könnte vielleicht der richtige Weg gewesen sein. Oder? Wo führt denn der Weg hier rechts hin? Ach Gott, das ist ja richtig Stimmung, ey. Na gut, gehen wir erstmal hier lang. Der könnte Magnetilo oder so einen Scheiß haben. Jap, hoch und runter gehen die Lüfte. So ist es. So und nicht anders. Zeig mal her. Ja, Magnetilo. Damit müsste Altaria eigentlich fertig werden. Gehe ich jetzt mal so stark von aus. Mit Erdbeben ist so alles möglich. Außer Stalos, weil es so hohe Verteidigung hat und Altaria einen so niedrigen Angriff dafür. Aber gut, ich meine, warum nicht? Ja, so Magnetilo ist kein Problem. Das ist schön. Und Laura hat wegen dem Drachentypen auch eine gewisse Elektroresistenz im Notfall. Also, wird negiert, so. Die Schwäche wird neutralisiert. Irgendwie so, hat keine Ahnung, wer sich denn... So, dass er eben neutral ist, so. Ja, wird neutralisiert. Das wird neutral gemacht. So. Ach Gott, ich glaube, der Stuss, ey. Okay, so viel Stuss ist eigentlich nicht, aber... Die Weise, wie ich es erkläre, ist Stuss. Das ist richtig, ey. Wow. Ich bin erstaunt. So viel Stuss, wie ich labere. Aber ich muss aufpassen, weil Erdbeben hat ja auch nicht unendlich viel AP. Und ich stehe an sich nicht so drauf, da nochmal heilen zu gehen. Ansonsten müsste wohl Nona den Arenaleiter solo machen. Aber ich glaube sowieso, dass Altaria ja beim Arenaleiter nicht so viel ausrichten könnte. Abhängig davon, was der einsetzt. Das weiß ich ja nicht. 39 von Laura. Schön, schön. Aber meins auf Angriff. Genau, und jetzt kriegen wir Drachentanz dazu. Ein sehr wichtiger Move. Achso, stimmt. Wir können ja Gesang weggeben. Fast vergessen, wir haben noch Gesang. Ja, dann... Obwohl... Dragon Breath wäre an sich auch nicht schlecht wegzugeben. Feuerodem brauche ich ja eigentlich aktuell weniger. Ich gebe aber Gesang weg. Trifft sowieso nie. Logischer Grund. Trifft sowieso nie. Das reicht als Grund. Eine andere Begründung brauche ich nicht. Ja, genau. Hier oben geht es gar nicht weiter. Das war die Sache. Gut, dass ich weitergegangen bin. So, der Weg führt zu nichts. Dann gehen wir mal hier hoch. Das führt ein bisschen weiter. Aber nicht weit genug. Ach ja, schön, schön. Die machen voll die Schleichwege hier, das ist ja grausam. Okay, es sind keine Schleichwege in dem Sinne, sondern... Warum bist du kein Magneton? Ach, was soll's denn? Ich frag gar nicht erst. Ich besiege es einfach. Aber 43, das Stalos finden wir 44, glaube ich. Ich glaube, die Leitung könnte sogar echt an die 50 rangehen. Oder zumindest 47, 48 rum, denke ich mal. Wenigstens das.
Entweder 47, 48 oder 50. An 49 glaube ich nicht. Wie bescheuert das Ding an? Ich glaube nicht, dass es 49 ist, aber alles andere ist möglich. Oh Gott. Nee, gucken wir mal einfach. Ich komme, jedenfalls habe ich immer noch einen Äther für das Ding. Was? Der hat mich Noob genannt. Nee, das akzeptiere ich nicht. Der hat mich Noob genannt. Das akzeptiere ich echt nicht. Oh, Scherox. 47. Okay, Drachentanz. Bitte zweimal, wenn möglich. Oh, 47er Scherox. Das wird lustig, aber das macht eine Verfolgung. Ist ja jetzt nicht so gefährlich eigentlich. Nochmal Drachentanz. Dann reicht der Admin aber trotzdem nicht. Weil Scherox ja keine Bodenschwäche hat. Scherox hat nur eine Feuerschwäche. Das ist die einzige, die es hat. Metallklau könnte ein bisschen mehr wehtun. Ja, mit Angesteigerung sowieso noch. Ja, ich versuche einfach mal Erdbeben jetzt. Obwohl, ich glaube sogar, Fliegen wäre jetzt intelligenter gewesen. Ja, Fliegen wäre intelligenter gewesen. Definitiv. Ja, das war ein doppelter Schaden jetzt. Okay, Laura, dood. Dood. Ja, Saskia, das ist für dich. Eindeutig für dich. Eine Flammenwurf und die Sache ist gegessen. Das hält Scherox niemals aus, wenn es ins volle KP hätte. Aber 47, ja, ich glaube, die Leiter könnte echt, könnte doch an die 50 rangehen. Definitiv. Das könnte interessant werden. Und 45 für Saskia. Woohoo! Ach komm, dann renne ich jetzt mit Saskia durch. Was soll das denn? Ich habe jetzt keinen Bock zu beleben. Tut mir leid, Laura. Aber, ist ja halt einfach so. Ich will es jetzt ein bisschen schnell machen. Ich will in dem Part noch andere Sachen schaffen als die Arena. Und der Weg führt zu ins Nichts. Richtig. Das war zu offensichtlich, weil da oben ein Trainer vorsteht. Aber so schwer ist die Arena ja nicht jetzt, so Aufbau her. Nur ein bisschen gucken, wo man hinlaufen muss, aber sonst nicht großes Rätsel. Gerardo. Gerardo Pardieu. Oder so, keine Ahnung. Ja, ein Flammenwurf hat ja auch ein bisschen mehr AP als Erdbeben, also das geht schon. Das macht wohl nun aber ganz alleine jetzt hier. Auf die Eisarena, die kann Bruno auch alleine machen. Ach, ist das schön. Ach ja. Es wird lustig. Und die Elektroarena darf dann Altaria so machen, wenn ich es recht, wenn ich mich gerade recht entsinne. Ja, die darf Altaria dann quasi solo machen. Weil Boden ist das einzige, was effektiv Elektro ist. Und Boden hat nur Altaria. Ja, oder ich schlag mich im normalen Angriff durch, geht auch. Wird schon irgendwie klappen. Mach ich mir gerade keine so großen Gedanken. Wir schaffen das schon. Notfalls können wir wieder ein bisschen trainieren, aber dann bitte schon an normalen Trainern und nicht ja wie einen wilden Pokémon. Das war zum Kotzen, ey. Habt vielleicht gemerkt, ich habe heute den Part hochgeladen, wo dieses letzte Training war, wo ich die bis 30 trainiert habe. Den Großteil. Und naja, gegen wilde Pokémon, das ist ja richtig ätzend. Da gucke ich dann echt, dass ich irgendwie was anderes mache. Irgendwie ein paar stärke Trainer suchen oder sonst was, wenn ich nochmal trainieren sollte. Ich denke mal, da ist die Route Richtung Sonneweg ganz gut. Oder... Ja, muss ich mal schauen. Ich kann jetzt nichts versprechen. Das werde ich dann ja sehen, wo ich gut trainieren kann. Aber jetzt sage ich dazu noch nichts. Stimmt, wir können eigentlich nochmal diese Herausforderung im Dingens machen. Mit den ganzen Pipis. Beim Trophäengarten da bei Herr Reichedel. Ich glaube, die müssen jetzt alle one-hitten können. Inzwischen, wenn sie nicht Ausdauer machen. Und die beschränkt und nicht auf 5 Runden und das Ding nicht auf 5 Runden beschränkt ist. Ach, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Mal schauen, wenn wir da mal vorbeikommen. Im Zuge der Erkundungen, die wir bald machen, ja, nach dem 8. Orden erst. Vor der Top 4 werden wir dann die Erkundung machen. Und dann schauen wir da mal vorbei und dann müsste alles an sich ganz locker gehen. Dann werden auch mal alle Trainer abgegrast mit der Speed-Taste, je nachdem, wie der Kampfrad da gerade Bock hat. Und das geht dann schon, weil, ja, so kriegen wir halt noch ein bisschen Training. Und vielleicht finden wir noch ein paar Trainer, die wir vorher noch nicht bekämpft hatten. Zumindest wäre das nicht so unvorstellbar. Irgendwie. Ja, das wird schon, mein Gott. Ich versuche natürlich soweit ohne Ingame-Training nochmal, also ohne Offscreen. Naja, mehr oder weniger Offscreen, ohne Zeitraffer-Training. Aber es wird schon irgendwie. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit nur das hier einzusetzen, aber aha.
Das ist nervig. Sasuke kann halt eben am meisten hier ausrichten. Aber ich muss auch ein bisschen auf meine Flammenwurf-AP achten. Ich meine, Sasuke ist Level 46. Hallo. Ja, schön. Freut mich. Da hängt Sasuke jetzt so weit drüber. Das ist unglaublich. Da frage ich mich echt, warum habe ich das eigentlich so hoch trainiert? Als Vulpix hätte es wahrscheinlich auch noch hier massig ausrichten können. Okay, nicht ganz so massig, aber doch einiges noch. Naja. Willst du so ein Bronze nicht langsam mal überleben können? Ich meine, die hat auch so hohe Verteidigung. Doch nicht. Ich dachte, Bronze hat auch schon eine hohe Verteidigung. Aber anscheinend noch nicht so hoch. Erster Bronzong. Stop, Brianna auch besiegt. Und weiter geht es. Wir müssen bald am Ende sein, ne? Ach, hier kommt der Arena-Leiter von. Hallo, Adam. So, jetzt belebe ich aber trotzdem nochmal Laura wieder. Weil ein bisschen Hilfe kann ja doch nicht schaden. Soll ich Laura dann zuerst einsetzen? Ich weiß nämlich nicht, mit was er anfängt. Na, ich schicke erstmal irgendwas zum Stalken vor. Ja, komm, Sarah, mach du mal. Du hast eine Stahlresistenz. Okay, du hast auch eine Stahlschwäche. Also neutral. Also geht das schon. Ah, das ist der Arena-Orden von Herzlingen. Ich huste und huste. Weil du meinen Sohn besiegt hast. Aber das ist keine Überraschung. Er hat noch viel zu lernen. Anstelle meines Sohnes Weid werde ich, Adam, nun deine Herausforderung annehmen. Das ist Byron. Oder halt eben Adam. Oder so einfach, keine Ahnung. Drei Pokémon hat er und er fängt an mit Magneton. Ja, super. Hab hier gut angefangen mit Laura. Mit Sarah. Ach, bin ich wieder begeistert von mir. Ich krieg die Krätze. Na gut, Surfer. Wir kriegen jetzt echt einen Surfer durch. Und vielleicht kriegen wir Magneton sogar down. Pff, wer weiß. Weniger. Ich hab's ja kapiert. Es war eine Scheißentscheidung. Ja. Aber kann ich denn wissen, dass er mit Magneton anfängt? Mann. Ich dachte, er fängt mit Stalos an. Tut mir leid. Laura. Darf Sarah mal kurz rechnen. Und zwar mit Erdbeben. Ey, du bist auch schneller. Na gut, aber ich habe keine Elektroschwäche hier. Zum Glück, wegen dem Drachentyp. Trotzdem recht viel. Muss ich sagen. Und das ist noch nicht mal Magnezone. Oh Gott, Magnezone. Das wäre noch gewesen, wenn der eins hätte. Uiuiuiui. Hat er aber zum Glück nicht. So, Magneton down. Sehr gut. Gibt leider ein Pipe-Brief nur für Laura. Bestioden. Das ist Bolterus. Das ist Steinstahl, ne? Natürlich. Jetzt. Steinstahl hat keine Feuerschwäche. Aber eine Wasserschwäche. Verdammte Hacke. Obwohl Steinstahl hat eine vierfache Bodenschwäche. Ich versuch's mal. 48. Mal gucken, was ausrichtet, weil das hier auch eine massive Verteidigung. Von daher glaube ich nicht, dass es die Hälfte wird. Wegen hoher Verteidigung und wegen, doch die Hälfte? Jo. Okay, Critical Hit. Na gut, dann wäre es trotzdem die Hälfte gewesen, weil sonst hätte es nicht umgebracht. Na gut, aber macht's einiges einfacher. Und Star ist das Letzte. Ich habe gewettet, dass er noch Magnezone hat. Komisch. Aber Bolterus war auch der Stärkste, oder? Ja, Bolterus war das Stärkste. Habe ich recht gehabt, 48. Wow, das war geraten. Cool. Gut, damit hätten wir also Adam besiegt. Ich glaube nicht, dass Stahl das aushält. Niemals. Und, ja, jetzt haben wir 6 Orden. Wer hätte es gedacht? Schön, sehr schön. Da lacht das Herz doch, oder nicht? Meins lacht gerade ein wenig, man hört es nicht. Weil es ist sehr leise. Aber wir haben Adam besiegt. Ach, du warst stark genug, um mein angepriesenes Team aus Pokémon niederzuringen. Als Anerkennung an diese Kraft gebe ich dir den Minenorden. Wuhu, Orden Nummer 6. Ich freue mich jetzt einen Keks. Oder auch nicht. Mal gucken. Da du den Minenorden hast, erlaubt es dir, die versteckte Maschine Stärke jederzeit außerhalb eines Kampfes zu benutzen. Und du hast nun 6 Arena-Orden. Das bedeutet, dass alle Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen gehorchen, ohne sie dazu hinterfragen. Hier, nimm dieses auch.
Gutes Deutsch. Das ist Lichtkanone, das weiß ich noch. Genau, enthält Flashcannon, Lichtkanone. Wenn die trifft, kann sie die Spezialverteidigung senken. Genau wie Psychokinese oder Finsteraura oder der andere Schmarrn, Spukball. Kann Finsteraura das? Weiß ich gerade gar nicht. Aber zumindest Psychokinese und Spukball, die können's. So, raus hier aus der Arena, ich hab keinen Bock mehr. Wir haben 5 Minuten Zeit, wow. Und die werden wir auch jetzt für Dialoge aufbrauchen. Ah, schön. Hey, das ist der Minenorden. Sehr gut. Du bist stark genug, um in Erwägung zu ziehen, der Pokémon-Champ zu werden. Natürlich bin ich noch stärker, also wird das sowieso nicht passieren. Wie auch immer, Ilea, du sollst mit mir zur Bibliothek kommen. Naja, komm, ich komme da schon. Ich will aber erstmal heilen, bitte. Danke. Schön, dass ich das doch darf. Freut mich sehr. Aber wir machen die Ingame-Täusche immer noch gerade ein bisschen Sorgen. Wir haben immer noch nur 2 gemacht. Und ich habe immer noch keinen Plan, wo der dritte ist. Muss ich immer noch mal überlegen, wo der dritte sein könnte. Oder halt eben nachgucken, weil ich habe bisher noch keinen gesehen. Na, wir finden es schon. Ich gucke nochmal nach dem Part hier. Wir gehen erstmal in die Bibliothek und labern dort ein bisschen. Erstmal stelle ich das Team um. Leila auf 1, du bist am schwächsten. Saskia ist eindeutig am stärksten. Du kommst ganz nach hinten. Und Sarah auf 2. Und Dom auf 4 kurz noch. So. Gut, Barry, Beere. Ach, zu langsam. Also komm, jetzt hau rein. So. Ja, ich komme ja schon. Mein Gott. Nur keine Eile. Ja, das ist die Bibliothek hier. Wir sollen leise sein. Na gut. Oh, ich soll euch nicht stören. Alles klar, tut mir leid. Ich hab doch nicht gestört, hallo? Ich glaube, du bist gestört. Nein. Okay. Die Bücher weiter oben sind einfacher zu lesen. Ach, was ist da? Kommt mal ein Stapel. Schade, ich dachte, da wär's drin. Hätte sein können. Hey, Ilea, los, komm, dieser Weg hier. Ja, da sitzen ja schon Lucius und Professor Eibe. Hallo, ihr zwei. Okay, Opa, ich habe Ilea, wie ich gesagt habe, Ilea gebracht, wie ich gesagt habe. Also gut, ich bin nochmal weg hier. Okay, ich habe verstanden. So geht's auch. Ja, also, jeder ist da. Ilea, alle zusammen, bitte hört zu. Ihr habt's vielleicht vergessen, aber ich studiere ja die Entwicklung der Pokémon. Aber je mehr ich studiere, desto mehr Geheimnisse tauchen auf und vervielfältigen sich. Pokémon, die sich entwickeln und solche, die es nicht tun. Was unterscheidet sie von den anderen? Entwickeln sich nur diejenigen, die quasi noch nicht erwachsen sind, um eben erwachsener zu werden? Wenn das so ist, was ist mit den legendären Pokémon, dass sie sich nicht entwickeln? Sollen wir davon ausgehen, dass legendäre Pokémon schon komplett sind? So wie sie sind? Und das ist nämlich der Punkt, an dem ihr drei ins Spiel kommt. In den 3 Seen von Sinnoh gibt es diese sogenannten Spiegel... Ne, Quatsch, die hießen nicht Spiegel-Pokémon, Mirage, Emotions-Pokémon da hier. Schon klar, ne? Turbo-Zelf im Espresso. Wenn wir über sie Daten sammeln können, könnte es vielleicht ein wenig Licht auf den Prozess der Pokémon-Entwicklung bringen. Auf ein Licht aufbringen? Licht in den Prozess bringen. So, mein Gott. Ich brauche die Hilfe von jedem von euch bei diesem großen Unterfangen. Bitte helft mir, diese Pokémon zu finden, die, ja, so halt da sind. Bla. Was sagst du da? Ich hab nicht mal einen Pokédex. Ach, und wer war es, der aus dem Labor geschossen ist, bevor ich die Chance hatte, dir einen Pokédex zu geben? Ach, aber das ist auch egal jetzt. Also, die Pokémon mit euren eigenen Augen zu sehen, ist sowieso besser, um ein guter Trainer zu werden. Bla. Ach, du hast recht, Professor. Das wird Daten zu dem Pokédex hinzufügen und deine Forschung vorantreiben. Ja, ich hätte alle von euch einfach so gehen lassen können. Na, wie auch immer. Also, es gibt 3 Seen. Und zum Glück seid ihr doch 3 Leute. Daher solltet ihr euch aufteilen und jeder nimmt sich einen See vor. Lukas, du gehst zum See des Dingenskirchens. Kühnheit ist das, glaube ich.
Beere, ich möchte, dass du den See der Stärke in Angriff nimmst. Das würde dich nach Blitzach führen. Die Rasse bis dahin ist recht schwer zu bewältigen. Und darum brauche ich einen starken Trainer, der dahin geht. Nee, ich bin auch stark. Ah ja, natürlich. Opa, du weißt genau, wie man es sagt. Du kannst sagen, dass ich einfach Beste bin. Und weißt du was? Ich werde für dich dieses legendäre Pokémon fangen. Du weißt, als Dank dafür, dass du uns unser Pokémon Foto 2.1 gegeben hast. Auch wenn ich es bis gerade vergessen habe. Ach, sehr gut. Ich zähle auf dich. Und das bedeutet, dass Lea zum See der... War das Weisheit? Scheiß drauf, der See bei Weideburg, so. Genau, der See ist zwischen Schleierde und Weideburg. Soweit mich meine Gedanken nicht täuschen. Boom! Nee, Doom! Warum machen die Bomben im Englischen Doom? Hallo? Deutschen machen sie Boom. Egal. Ist es vorbei? Seid ihr alle okay? Was war das? Nein, warte. Ich meine den Fernseher. News. Irgendwas was. Boom. Das Boom macht. Und so wie wir wissen, waren ein paar Kameraleute bei unserem See. Was ihr nun gesehen habt, ist live passiert, sag ich mal. Es wurde von einem Kameramann aufgenommen, der gerade vor Ort war. Es ist wirklich sehr eindrucksvoll. Wer weiß, was diese Explosion ausgelöst haben könnte. Opa, die haben gesagt, das war eine Explosion? Aber warum am See der Dingsbums? Lass uns rausgehen, ich bin auch gerade Sorgen um die Stadt. Ihr Kinder, bitte seid vorsichtig, wenn ihr den Treppen runterlauft. Oh ja, vorsichtig beim Treppen runterlaufen, das ist so nötig. Ilea, du solltest nun auch gehen. Es könnte immer noch Nachbeben geben, also sei immer auf der Hut. Ja, komm, ich will gucken, was hier gibt's. Ob es hier noch irgendwas gibt. Ja, okay, da gab's Erdbeben, hat er was von erzählt. Okay, ich glaube, von denen kriege ich gerade nicht so viel Informationen. Ich möchte vielleicht ein paar mehr Informationen, wenn ich wieder hochlaufe. Und so haben wir eben auch über das Erdbeben. Ja, okay. Hätte sein können, dass die tauschen wollen. So, bevor unten noch Dialoge gibt, was ich gerade nicht weiß, werde ich hier in der Bibliothek den Part beenden. Und somit sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Pokémon Perfect Platin, wenn wir uns wohl an den See wagen. Mal gucken, was da passiert ist. Bombe. Man hat vielleicht nur so eine leichte Vermutung, aber wir werden sehen. Bis dann.